Hallo, und da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade eine kleine Pinkelpause gemacht, während Basti da drüben sich erleichtert. Oh, oh Gott. Das war nicht. Ja, ich werde nur mal einen Schluck trinken. Und mit aber wir sind nicht mehr alleine. Nein, wir haben jetzt noch einen. Oh Gott. Phil, erinnere mich daran, zu euch steige ich nicht ins Auto. Ich bin nicht im Auto. Oh Gott, was für ein Haufen. Toilettenpapier, Alter. Okay, also. Warte, ich wisch noch ab. Wir haben uns jetzt einfach beschlossen, ich nehme nur Sönke auf den Beifahrersitz. Danke. Was hat er jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Ich konzentriere. Was zur. Achso, nein. Nee, ich hab nichts gesagt. Das hat gerade irgendwie ausgeschaut wie ein Spieler irgendwie. Wo ist Friendly? Friendly? Friendly! I'm your father. Habt ihr einen Spieler gefunden? Nein. Vielleicht fühlt nur an, dass ich freundlich bin. Ach so. Nee, ich höre aber nicht. Ah ja, genau, ich habe ja auch die ganze. Wollen wir mal tanken? Warum war da was? Na, also falls, ich meine, wir haben es nicht wirklich nötig, also es ist glaube ich gerade mal ein Viertel vom Tank haben wir erst verbraucht. Nein, der da drüben geht nicht. Oh super, ja genau, noch. Ach, coole Kinder fahren da einfach durch. Ja. Machen die Engine kaputt. Warte mal, das da drüben. Oh ja. Warte, ich bring raus. Was macht er jetzt schon wieder? Nein, diesmal mache ich was Gutes für die Gesellschaft. Mach wenigstens das. Nee, hier geht's nicht rein, Leute. Ein Fake, it's a trap! Basti, ich bin auf deiner Seite des Hauses. Läuft. Ach ja. Trap, Biatch, oder was? Jetzt wollen wir ein bisschen den Regen genießen. Willst du mich jetzt voll labern? Basti, wir müssen über deine Homosexualität reden. Deine Mutter ist homosexuell, jetzt fahr. Okay. Phil, deine Mutter ist homosexuell? Ist mir das nicht an? Meine Ex-Freundin, ey. Man sagt einmal was Falsches zur Prinzessin, zack, Seitenstreifen anhalten. Was hast du gesagt? Ich kümmere dich beim Fahren, das ist recht. Magst du aussteigen? Ja. Noch ein Ton und du gehst zu Fuß. Ja. Also wir sind jetzt... Das hat meine Mama früher auch immer gesagt. Aber Schatz, du bist die schönste Frau in diesem Auto. Oh, das hast du aber nett gesagt. Ja, du bist die schönste Frau in diesem Auto, Phil. Ja, meine das Eltern auch. Dann hatte ich eine Freundin, die das gesagt hat. Wahnsinn, das ist so extrem beruhigend. Da unten ist eine Tankstelle. Danke, Schatelle. Hat er Danke Schetelle gesagt? Danke Schetelle, ich hab gestern Jünge gehört. Jünge. So das? Aufladen. Mach's gut, Idiot. Ich hab gerade ein paar Mitläufer. Ja, da können wir dir echt nicht helfen. Ich hab da ein Gewehr, passt schon. Das Auto zittert bei mir irgendwie, ich glaube, dem ist kalt im Regen. Ja, Auto ist kalt. Kennst du das nicht? Hast du irgendwo hier zufälligerweise. Achso, hast du irgendwo da drüben Tanks gesehen? Ein Tank? Tank! Kill the Tank! Kill the Tank! Wo bist du, Basti? An der tankischen Telle. An der tankischen Telle. Gut, dann geh ich wieder rein. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie gerade voll gedacht da drüben. Vergessen. Oh, hier sind Engine Parts! You don't have enough room in your inventory. Warte, ich geh. Ich nehm sie. Die sind 6. Habt ihr den Jeep denn schon nicht equipped? Definiere equipped. Da sind 10 Latex drin oder so. Haben wir ganz ehrlich geklaut. Ja, die Ampel war rot, mein Freund.
obwohl nur Get Out hilft auch. So, warte, erstmal noch was anderes. Hör auf, an dir rumzuspielen, bitte. Ich spiel nicht an mir rum, Basti, ich bin nicht so brutal wie du. Brutal, ja, ich spiel mal brutal an mir rum. Oh lol, warum ist da überall ein Zaun? Ich kann man sie an den... Ich hoffe, man kann sie wenigstens an diesen Teilen hier irgendwie auffüllen. Warum kann ich das scheiß Tor nicht... Was, Basti, du peitschst dich nur selber aus? Beim Onanieren, ja. Da, geht doch. Nein, nicht Waffe wechseln. Quatsch, so Mann, das hat er coolen Kinder. Ach ja, es gibt doch nichts Schöneres, als einen Wagen zu reparieren, während man irgendwie, wenn es regnet. Hast du die Dingens-Parts schon eingetan? Überlegen, bevor ich Nein sage. Nein. Ich hab keinen Platz. Hat irgendwer eine G17? Ja. Ah, ich nehme ein paar Magazine mit. Ja. Hier liegen die Engine-Parts, ich habe aber keinen Platz in meinem Inventory. Wie viel verbrauchen die nochmal? 6. Engine Part 1. 6. Du steckst dir so einen Motor in die rechte Hosentasche. Ach, du meinst Motor? Ich dachte jetzt nur so Metallteile. Das ist Scrap Metal und die verbrauchen auch 3. Und Scrap Metal ist halt für die Konsistenz der Hülle. Ich hab irgendwie das Gefühl, du willst so leicht nervig sein. Basti, du nervig sein? Oh, du hast Partner. Niemals! Es passt gar nicht zu ihm, wa? Nein, noch nicht Basti, ich bitte dich, Phil. Lass du mal auf damit! Basti ist der netteste, zuvorkommendste Mensch auf Erden, der könnte. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier mal drücke. Ich find's so realistisch, wie man die Plätze wechselt, Leute. Sitzt bei dir auf dem Schoß. Achso, das ist hinten. Ich dachte gerade, das sah von hinten so aus. Boah. Okay, warte mal, jetzt muss ich erstmal genau die Karte vorlesen. Wir sind da. Und wir wollen nahe hin. Double D, double die. Okay, mal fickt euch. Ja, weißt du, wie war das nochmal da so? Du Guido, ich hab mir da erst schon die dritte Mahnung gekommen von dem Kreditteil, wo ich mir 1000 Euro geliehen hab. Warte, es klingelt an der Tür. Holger Kollmeier? Ja, das bin ich. Was? Wie? Nein, das waren nur welche von der GEZ. Nein, GEZ, Einis. Ich wette, die GEZ wird. GEZ wird auch bald. Na, schau, Engine ist bei mir schon wieder gelb. Echt? Ja, ganz, ganz leicht gelblich schon. So ein toller Fahrer. Willst du fahren, Basti? Du hast das Ding keine 5 Meter fahren können. Doch, das nicht. Und dann hast du schon geschrottet. Mal. Also wir sind jetzt gleich in Berezino. Sönke? Naja, ich bin jetzt gleich auf dem Weg zum Supermarkt am Anfang der Stadt. Sucht mal das Krankenhaus in der Stadt, ich find euch. Wenn du nicht den Daumen rausstreckst, müssen wir dich leider überfahren. Also ich trage einen Elevac, eine Winchester und ein Camo-Clothing. Halt mal und frag mal die Leute nach dem Weg. Ja, alles klar. Frag mal den verdammten Weg. Frag mal den der Typ, der da so komisch irgendwie so mit leerem Blick und stöhnendem Geräuschen da irgendwie vorm Haus steht. Ray. Nein, der Ray. Fand ich auch gut. Es gibt zu The Walking Dead so eine Short-Clip-Reihe. Und da ist dann so ein Mensch, der sieht, also der hat gerade einen Zombie getötet, also einen Menschen getötet, und der wird zum Zombie. Und das kriegt er erst so gar nicht mit, also weiß nicht, was mit dem passiert. Der Mensch steht wieder auf, also so fast wieder auf, hebt so leicht den Kopf und dann will er ihm eine Mund-zu-Mund-Beatmung geben. Ja. Wir kennen das Resultat, oder? Er ist plötzlich wieder als Mensch aufgewacht und die beiden haben geheiratet, glücklich zusammen. Nein, er hat ihm die Zunge rausgenommen. Oh, Alter. Was hast du denn gemacht, Basti? Ich hab mir die Beine gebrochen. Wie oft soll ich Hals kopieren? Ja, Entschuldigung, bei Sönke und ich mich unterhalten.
Du wirst langsamer, ich drück auf Eject, in dem Moment gibt er Gas. Ah ja, wie Hitler, gib Gas, Junge. So. Warte, ich blute. Ich blute immer noch. So. Schau, ich mach dir dafür. Da, ich hab dir den Weg gerade frei gemacht. Seid ihr schon beim Krankenhaus, die Amateure? Nein, wir tun doch gerade noch die Fabriksgebäude. Hi. Nichts drin, habe ich mir umsonst die Beine gebrochen. Ich höre dich ja nicht, wenn ich mit Sönke rede. Schreit sie mal. Hi! Ja, Sönke ist ein bisschen lauter als du. Ich würde mal einfach deine Mikrofoneinstellungen überarbeiten. Ja, ich hab ja am Montag oder so. Da geht er da mit so glasklarem Sound. Oder er sollte einfach mal versuchen, sein Organ etwas aufzudrehen. Genau. Also sein Mund und so, also seine Sprache quasi, seine Lautstärke. Ja. Indem er einfach etwas energisch spricht. Energisch! So, wo seid ihr denn aktuell? In einem Fabriksgebäude, und zwar, lass mich nicht lügen. Du lügst immer, Phil. Gar nicht wahr. Etwa westlich vom Berezino. Wir sind am westlichen. Naja. Ja, ihr müsstet ganz an den östlichen Rand der Stadt. Armer Typ. Ja, wir fahren jetzt einfach schön gechillt durch die Straße. Du bist schon dort in. Du bist schon in durch die Stadt, meine ich. Ich bin schon am Krankenhaus, also ich sitze aktuell drauf. Ja, so, also, denk dran, wenn du da irgendwie auf Leute schießen möchtest. Ich höre euch. Du kannst links. Ja, ich wollte gerade fahren. Und du lockst gerade die gesamte Zombieschaft an. Ja, hallo, ich habe ein Auto mit laufendem Motor. Was erwartest du? Ich könnte dich jetzt so aus dem Auto holen. Ja, aber das tust du nicht. Sorry. Kartoffelpü, willst du jetzt einsteigen? Ich bin mit Bläser. Ich bin gerade auf dem Krankenhaus. Ich muss mich. Bring mir Morphin mit. Warte, ich soll dir Morphin mitbringen. Ja, das genau. Das kann nur Basti sein. Also da hinten kommen 1, 2, 3, 4, 5 Zombies. 6, 7, 8, 9, 10. So. Bandage, Bloodbags. Kannst du mir gleich mal eine Transfusion nochmal geben, bitte? Hast du Morphin da unten? Ja, jede Menge. Gut. Dann nehme ich dir keins mit. Geht doch nichts über Milch mit Honig. Was kriegt denn da zu mir? Davonfahren! Lol. Ich blute schon wieder, ich dreh gleich durch. Komm jetzt gleich ich runter. Ich hasse dieses Spiel, das ist doch... Oh, ich hab sie auf Band! Oh, Serie, ich will fragen, wie schwul ein Spiel eigentlich sein kann. Kommt mal einer ins Krankenhaus und gibt mir aus Langeweile eine Bluttransfusion? Nö. Danke. Will, haben wir noch Painkiller im Auto? Nicht, dass ich wüsste. Hier sind nämlich jede Menge. Achso, ja, nein, nehmen besser mit. Also, Phil, ich komm gleich in die Ecke, also nicht schießen, bitte. Ja, passt, die beschützt mich bloß nicht. Was mache ich? Nein. Boah, ich hätte fast auf dich wieder geschossen. Ja, ich schieß gleich auch auf dich und hol mir meine Knarre wieder. Ja, kannst du gar nicht. Ich bin alle da. Opa, da. Das wäre gerade das Dümmste gewesen. Ja, du bist gerade genau in den Schuss gerannt. Verbind dich mal ganz fix. Nee, mir geht's eigentlich vom Blut her recht gut, aber eine Blood Transfusion wäre natürlich trotzdem nicht abgeneigt. Sönke, brauchst du eine? Nee, ich hab voll. Oh, das ist noch eine jede Menge Bloodbags. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen was mit, ich meine. Warte! Achso, du wolltest mir gerade eine geben. Ja, eine geben. Soll ich mal die linke Maus versuchen, gucken, ob das funktioniert? Hat Sönke schon gezeigt. Ja, ich weiß, hat mir in die Brust geschossen. Soll ich mal? Nochmal? Nein. Nochmal hoch.
Ist so langweilig, nicht wahr, Sönke? Mhm. Kannst du mal deinen Arsch stehen lassen? So, und jetzt mach dich nützlich und gib mir eine. Ausnahmsweise. Oh, da sind ja Farben. Wollen wir das Auto jetzt eben noch mit Enkeln füllen, ja? Ja. Nimm mit, was du kriegen kannst und gib nichts zurück. So, den Belt habe ich da gerade reingepackt, den kann ich nichts mit anfangen. Naja, das ist... Die leer sind noch 10 Schuss an. Ich werde den Steam angeschrieben, das glaubt mir nur irgendwie. Ja, wurscht. Ich meine. So, Driver. Warte mal, erstmal Backseat. Gear. Wo wollen wir denn gleich hin? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich wollte Basti schon immer mal nicht schießen. Ich weiß. Also du wolltest jetzt nicht fragen, wo wir zu dritt hin wollen, sondern nur, wo ich und Sönke hin wollen. Ich wollte fragen, wo wir jetzt dritt hin wollen. Achso, schade. Also, ja, das ist eine gute Frage. Ich werde jetzt einfach mal meine Karte checken, die alles weiß. Die Frage ist genau, wohin wollen wir denn? Was wollen wir jetzt überhaupt? Wir haben einen Fahrbahnuntersatz, ja. Wir haben Waffen, also das Polver für Sönke-Waffen. Ich habe eine Wii, ja, also ich kann noch gut überleben, so ist es nicht. Natürlich, Wir fahren, das ist scheiße hier. Ach Mann, ja gut, dann schaut sie auf die Karte. Ich muss mich nochmal ganz verbinden, kleinen Moment. Das kannst du im Auto nicht. Deswegen bin ich ja noch nicht eingestiegen. Achso. Ja, ja, nein, ich schaue mich jetzt einfach mal im Auto um. Hey, Basti, ich kann dir in die Nasenlöcher zoomen. Weißt du, cool. Jedes Mal, wenn du den Kopf nach links dreht, verschwindet deine Sonnenbrille. Ja, so sehe ich sie, so ist sie weg. So sehe ich sie, so ist sie weg. Aber du hast voll den schwulen Bart, weißt du das? Alter! Schau ihn ja dann später auf den. Und du hast voll den leeren Blick. Aber ja. Ein bisschen tun sich die Augen trotzdem bewegen. Und hast du Dreck im Ohr, also wirklich sehr widerlich. Ja, du hast dich auch nicht gewaschen. Ich lebe schon 20 Tage. Ja, du warst gerade im Regen, jetzt bist du ein bisschen sauberer. Ja. Oh mein Gott, Harry Potter! Ich muss mich mal eben hier frei machen, Moment. Was jetzt, Mr. Mutch Mustache oder was? Bin ich nicht sexy? Absolut nicht. Sagst gerade du, erinnerst mich an einen Kollegen vom Bundesheer. Wie ist denn der nochmal? Keine Ahnung, irgendein Dachdecker. Herr Dachdecker? Ein Dachdecker hier. Ich weiß nur, dass er vom Beruf war. Ich wusste nicht mal, wie er hieß. Wie hieß denn der Typ nochmal? Ja, Dachdecker, aber der Bundes kennt es nicht. Ich bin drin! Ja, ja. Sind wir schon da? Ich weiß nicht mal, ich kann niemanden hin. Steig Papa, aus und Basti, geh! Papa, Basti, hau dich! Hau ihn zurück! Na, Sönke, hältst du dein Gewehr in der Hand? Ja, Mann. Und du auch dein auch, oder was? Ja, ja. Eine wahre Spermakanone, Junge. Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Ladung wir da rauskommen können. Sag mal. Ich muss wenden! Hast du, ich will von dir nichts hören. Du hast innerhalb von 5 Metern einen Reifen geschrottet. Es waren 15 Meter, okay. Okay, darf ich jetzt trotzdem Reisevorschläge haben? Disneyland. Okay, auf nach Disneyland. Frankreich oder Amerika? Ich bin für Amerika. Ja, genau, Amerika. Da kommt man besser drüber, so über den Seeweg. Nee, ich hasse Frankreich. Ja, wer mag die schon, aber Disneyland ist toll. Airfield oder Airfield? Ja, da haben wir die Karre her. Oh, ja, dann... Die kommen ja nie raus! Lass mal nach Tscherno cruisen. Are you serious? Jetzt finde ich, dass sich das Lenkrad in seiner Hand bewegt, ohne dass er die Hände bewegt. Lass dick nach Tscherno cruisen. Oh, will jemand die gute Nachricht hören? Wir stecken fest. Wir haben einen Platten. Ach so. Mister, ich mach keinen Reifen kaputt, hä? Bin einiges weitergefahren. Ha, es war gelogen! Okay, war es nicht. Ja, ich wollte schon sagen, Arsch.
dann hätte ich dich jetzt leider schießen müssen. Ja, ich würde sagen, Besuch der Stadt nach dem Reifen, wa? Das Gute ist, dass wir das Auto, dass wenigstens keiner wegfahren kann mit dem Auto. Da unser unfähiger Fahrer ja nicht in der Lage ist, vernünftig zu fahren. Mimi. Ich sag nur das, was ich will. Schaffst es ja nicht mal anständig zu töten, ohne dabei zu sterben. Was schaffe ich nicht? Zu töten, ohne dabei zu sterben. Na, wenn es mich nicht schafft. Entschuldigung, hat einer von Ihnen einen Reifen? Versteck mich jetzt gerade im Auto und wir haben keinen. Ja, passt, die rennen mal schnell zum Airfield, da habe ich glaube ich einen gesehen. Ich glaube nicht, dass Basti sonderlich viel nützt. Warum ist er tot? Nein, aber das Reifen auf dem Airfield, so lange kann, also das dauert sehr lange, bis er da hinlaufen kann und so. Ja, Phil schiebt einfach den Wagen hinterher, weil er ihn kaputt gemacht hat. So wird das nix. Hat ein ganz anderes Problem. Du meinst die 20.000 Zombies, die uns belagern? Ja, so ungefähr. Ja, super, Sackgasse. Ah, wie geht's euch so? Ja, ihr könnt mich auch mal. Der ja, Schuppen ist. Deine nicht. Mutter, der hab ich. LOL! Stirb mir nicht. Jetzt bin ich immer alles so ernst, ey. Wow, geh weg von mir. Kann ich ja nie helfen. Scheiße, die Einwohner sind unfreundlich. Der Rezino halt. Oh, hier ist ein Zelt. Ist hier der Zirkus? Ich glaube auch. Da drüben ist ein Schuppen, da könnte was sein. Und ein Reifen. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Auf jeden Fall. Könnten wir da drüben Benzin nachfüllen? Oder irgendwo, ich habe zumindest irgendwas gesehen. Ich bin der Meinung. Aber wenigstens hat der Regen aufgehört. Wir müssen wenigstens den Reifen nicht im Regen wechseln, so wie es cool ist, wäre Weste. Für dich ist Reifen im Regen wechseln cool. Es hat viel mehr Stil. Hier ist ein Supermarkt, da ist sicher noch niemand drin. Doch, in einem. In dem anderen da ist noch nichts gespawnt gewesen. Ich weiß nicht, da liegt ein Jagdmesser. Eine Wasserflasche, ich glaube, die hättest du genommen. Na, dann war das der andere, wenn die drin war. Tja, Tschechspeck. Ein tschechisches Backpack. Ah, noch ein Bände. Warum ist denn das in der Entfernung so unscharf, Mann? Ja, aber manchmal in der Nähe jetzt. Na, super. Nehme ich aber nicht mit. Verstehe ich. Weil Stacheldraht ziemlich useless ist, irgendwie, im Großen und Ganzen. Nicht direkt. Wenn du dich irgendwo einbunkern willst, das ist bestimmt ziemlich geil. Ja, dafür ist der natürlich ganz nett. Aber das machen wir so selten, weil ich irgendwie einbunkern langweilig finde. Ich bin lieber auf Aktie. Auf Aktie. Du bist aber echt der erste Österreicher, der so denkt. Du bist so rassistisch! Überhaupt nicht. Nein, der Österreicher! Er ist nicht rassistisch, er ist geschichtlich vorbelastet. Naja, genau das. Aber dafür kann ich ja nichts. Hey Bursche, ich bin aber wirklich mal der Letzte. Ich opfer mich immer, wenn ich kann für euch. Kann nichts dafür, dass Sönke immer irgendwie... Du bist unser Opfer, ja? Ja, ich bin euer Opfer. Ich kann ja nichts dafür, dass jedes Mal, wenn Sönke irgendwie im Badezimmer reingeht, irgendwie Auge in Auge mit irgendeinem anderen Spieler steht. Wie wär's denn, doch, wenn du musst mal zuerst reingehen. Na, ja genau, ich müsste ja... Du dürftest nicht mal vorrennen. Ja, pass auf Sönke, wir schießen ihm in die Beine und dann opfern wir ihn für den Reifengott. Weißt du, auf den Barrikaden, da liegen Reifen, aber die kann man ja nicht nehmen, weil wir sind behindert. Behindert. Also so filmmäßig? So filmmäßig, wir sind so Phil, wir. So geistig hinter... Oh, jetzt Lidl. Phil, Mann, hast du gerade einen Regentanz gemacht, weil wir dich ärgern? Ja. Phil, du weißt doch, dass das nur Spaß ist, dass wir dich mögen.
Ja, ja. Ja, ich weiß, dass es nur ein Spaß ist, dass ihr mich mögt. Oh, jetzt. Die Stadt ist scheiße. Einwohner sind unfreundlich. Reifen braucht 3 Fett, ne? Hast du einen, was? 6. Reifen brauchen 6. Reifen brauchen 6. Ja. Hast du einen etwa? Natürlich nicht. Oh. So, gucken wir mal in diesem Einfamilienhaus, ob vielleicht irgendeiner hier Reifen unterm Bett hatte oder so. Genau. Schläfst du auch mal mit deinem Lieblings... Machen die das auf? Oh, wir sind Zombies, wir brauchen keine Treppen nehmen, wir gehen durch die Wand. Jo, was geht? Was geht? Was geht denn? Ja, ich renne jetzt gerade irgendwann herum. Was sagst du, Untermieter sind scheiße? Ich will nicht die Leiter hoch. Die 17 in die Hand. So, meine Freunde, herzlich willkommen zu Wurmkopfschuss. Ja, und er schlägt mich beim Umfallen, du bist so ein Hurensohn, sei froh, dass du tot bist. Oh, da schießt jemand, wer kann das nur sein? Ich hab nochmal auf den Toten geschossen. Ja, genau, der andere haut, der ist clever. Das oh nein, ein Mann im Anzug, ein Vertreter. Was denn? Lol. 7 Schüsse in den Kopf, sei froh, dass du tot bist. Ach ja, wir lieben dich auch. Ich mach nur mal kurz einen Cut, während ich so schön in der Wiese entlanglaufe.